So, dann geht direkt nahtlos weiter mit FIFA und herzlich willkommen zurück beim Duell gegen Freiburg 2. Jetzt gucke ich mal auf die Tabelle. Aktueller Vorsprung auf Dynamo Dresden sind 16 Punkte. Ergo wären es 5 Spiele. Wenn wir jetzt damit rechnen, dass wir vielleicht alles verlieren und die vielleicht alles gewinnen, dann wären es nämlich auch ein Punkt hinter uns. Heißt, im Umkehrschluss, dass wir heute theoretisch schon den Aufstieg klar machen können. Eigentlich müssen wir nur gewinnen. Dann hätten wir 16 weiter auf den. Ja, wir müssen heute nur gewinnen. Gut, wenn Ingolstadt verliert, dann hätten wir 15, 76, wäre es bei 17. Naja, wäre okay. Lass uns das gegen Freiburg gewinnen, zu Hause, heute zu Hause, und dann wäre der Aufstieg unter Dach und Fach. Ja, so schnell kann es gehen. Und dann wären wir nächste Saison schon mal planungssicher in der zweiten Liga. Na? Auf geht's. Gehen wir rein ins Match. Und danach geht's gegen Zwickau. Und dann hätten wir zumindest ein bisschen Rotation. Wir stehen ja noch im Pokal-Halbfinale. Und ich guck mal gerade, was da irgendwie gerade reingeploppt ist. Noch als Nachricht. Warte mal. Jugendstab da unten. So. Scout-Bericht lesen. Ja, Alessandro Pinto, noch so einer. Ich gehe mal kurz auf die Anzeige ändern. Links. Ist keiner dabei. Genau, du gehst nach Brasilien. Hier, warte was. Und der wird wahrscheinlich auch keine Mega-Talente kriegen. Nö. Warte mal. Nee, Gesamt. Ich muss ja Potenzial gucken, nicht auf die Gesamtaufstärke. 71 bis 91, da könnte was gehen. So. Ich guck mal, was hier. Jeden hier. Gucken wir mal gerade, ob wir noch ein Talent haben, der uns vielleicht jetzt noch mal explodieren könnte. Nö, bisher nicht. Und dann haben wir, guck mal, hier noch einmal rein. In Japan. Ich sag mal, oder war doch da. Da suchen wir dann habe. So. Ansonsten haben wir jetzt. Dann gehen wir mal rein. Holen wir uns die Talente hoch. Wir brauchen ja nur ein bisschen, Möglichkeiten. Für die Zukunft. Weil es werden definitiv einige Spieler den Verein verlassen. Und ne, lass mal die Nummern erstmal so sind, sein, wie sie sind. Ich guck gerade. Ja, die sind erstmal. Genau, wir wollten die ja. Wir müssen doch in den Jugendstab gucken. Warte mal, wo war das jetzt hier? Jugendstab? War das nicht über Akademie? Jugendakademie, da war das. Genau. Den werde ich mir auf jeden Fall hochziehen. Noch zu jung. Also ab 16 kann ich es ja hoch. Er ist hochparken. Der ist 17 und geht mit hoch. So, Mannschaft. Ich weiß, dass ich 31 Spieler dann habe. Aber wie gesagt, es wird sich sicherlich noch das eine oder andere ändern. So, gehen wir auf die Teamzentrale. Und gucken mal, was wir da haben. Da war auf jeden Fall ein Verteidiger dabei. Ja, hier. Lass mal drauf auf der 2. Du kannst ja die 9 wieder haben. Die hast du ja ursprünglich eigentlich auch gehabt. So. Das ist ja hier. Also viele Talente, die hier ewig. Viele Spieler, die ewig gehen.
block die mal, die Angebote. Für die ganzen Talente hier. Nicht, dass da vielleicht der ein oder andere sagt, ach, der ist gar nicht ausgeliehen, der Neuer, ne? Der ist tatsächlich fix verpflichtet, fix. Hier kann ich mal eine Korruption ziehen. Ich würde ihn ja gerne ziehen. Kontostand reicht nicht aus, hey. Ja gut, lassen wir es erstmal so, wie es ist. Ich baue jetzt, lass mal meine Talente ein bisschen drauf. So, da kann er jetzt bei 54.000. Da sind aber, wie gesagt, sind Talente natürlich dabei, die... Ich lasse jetzt erstmal nehmen sie mit rein jetzt erstmal. Ja. Wird sie im nächsten Spiel spielen lassen. Na, wie gesagt, Freiburg. Das ist der nächste Gegner. Das machen wir jetzt. Ich habe ja immer mal die Möglichkeiten zu sagen, ich lasse mal das eine oder andere Teil nicht spielen. Jetzt werden sie heute mal auf die Bank rutschen. Das ist die Position rechts. Nur. So. Gut. Einfach mal Palette draufhauen. So, Freiburg. Dauert einen kleinen Moment, jetzt geht's los. Erleben wir hier heute die Meisterfeier? So ein wenig Hilfe der anderen Teams ist nötig, aber es kann klappen. Es kann erstmal der Aufstieg klar machen. Wir zeigen es Ihnen live. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Rolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Und es ist das Spiel, in dem sich die Gastgeber vielleicht zum Meister krönen können. Könnten. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Die Gastgeber könnten heute die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Ein großes Ziel. Es kann klappen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier am Ende Jubelszenen erleben werden. Wir können aber auch den Aufstieg klar machen, wie gesagt. Das, auf den sollten wir heute ganz heute die eigene Hausaufgabe machen, den Sieg zu Hause gegen Freiburg 2. Und dann wäre es durch. Haben wir aber nichts auf zwei Tickets. Keine Sekunde unaufmerksam. Dann werden wir nächste Saison zweitig ist. Also Fakt ist, wir steigen auf. Egal, wir müssen ein Spiel jetzt gewinnen noch. Sterne. Na, ja, schade. War eine gute Idee, die das Ding hier. Ja. Sterne. Riesenchance. Ja, ist halt. Was für ein Reflex. Super gehalten. Das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. Auf der Linie gerettet. Diese Ecken sind sowas von Sie gefährlich. Perry, der ist ja eigentlich. Aber die Chance lebt noch. Abseits. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Noah. Wie gesagt, der Sinnverteidiger, der Perry, ne? Ey, komm, Schiri, das war kein Abseits. Das war kein Abseits. Oder sein Fuß rechts. Aber eigentlich war es kein Abseits. Er hat einen Kopf. Ja, ja, doch. Wenn das Fuß rechts im Abseits heute war, dann ist es tatsächlich doch richtig. Ja, wenn die Ergebnisse auf den anderen Plätzen stimmen. Wir werden sehen, was der Spieltag bringt. So, wenn wir gewinnen, wir könnten auf 16 Punkte Vorsprung. Ja, das ist dann nicht eigentlich, wenn ich ehrlich bin, weil. Das werden die Dresdner verlieren. Die haben ja 60 Punkte. Wir gewinnen. Hätten 76, wären auf 16. Und dann sind es immer noch. Oder rechnen sie damit, wenn wir... Hey, das würde ja nicht passen. Das würde heute noch nicht passen. Meiner Meinung nach. Das werden sie verlieren, beide. Wir haben 16 vor und wir haben 32. Spieltag. Halbherzig, das könnte sich hier rächen.
Formale Überraschung. Komm jetzt die Ecke. Das ist das Beste, was passieren kann aus dieser Situation. Da kommt der Versuch. Schon wieder Latte. Lecco Bio. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Wenn der reingeht, wenn der nicht am Alu landet, dann gehen sie in Führung. Haben sie alles im Griff. So ist weiter alles offen. Also der Weg ist vorgezeichnet gerade so ein bisschen. Wir haben unsere Chancen, wir haben das zweite Mal Aluminium getroffen. Habt ihr eine Abseitssituation? Kollegen bieten sich an. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Klasse gespielt. Hör mal, hey. So, da ist die Führung. 1-0, Bayreuth. Ja, es waren sie gut, setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. 1-0, hochverdient. Wie gesagt, zweimal aus der Distanz geschossen, zweimal Alu, zweimal Latte getroffen. Und jetzt macht's aus. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Schönes lange Eck. Ja, in der Tat. Der Rechtsverteidiger macht ihn. Abschluss auch noch effizient. Jedenfalls trifft er. Und macht die Bude. Es war jetzt sein. Was der erste überhaupt? Tatsächlich, mein erster Treffer in 30 Partien und dann noch so ein Ding. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Eckloff. Fahrt aufnehmen. Der braucht auch, glaube ich, noch 6 oder 7 Tore, um. Er zieht ab! Ecke. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Ecke jetzt. So, aber gucken wir mal. Heute nicht so schnell mit 3-0 weg. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war heute tun wir es ein bisschen schwerer, vermutlich. Etwas. So ein bisschen. Ganz energischer Einsatz. Da Schiri. Entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Also halbe Stunde gespielt, nur 0-1 oder 1-0. Wie gesagt, die Führung ist natürlich mehr als verdient, ist klar. Super, wie er sich durchsetzt. Fahne. Und dann verlieren sie doch den Ball. Oh, Piri. Der so gefühlt mit einer der gefährlichsten Situationen hatte. Mit seinem Lattentreffer. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Oh, George! Ja, den hält er. Richtig gefährlich war das nicht. Ja, der hat so ein bisschen jetzt den Anschluss verloren. Weiß nicht, dass er da plötzlich abgelaufen wird, wenn er jetzt so ein bisschen ein paar schwächere Partien drin hat, dann kann aber wieder sein, dass einer von unseren Youngstern, die so noch momentan auf der Bank sitzen, sind jetzt insgesamt 4 oder 5 Stück, dass die da nachrücken. Gerade mit dem Hinblick auf die neue Saison. Ich werde den Weg weitergehen. Auch wenn es am Anfang vielleicht nicht klappt. Und zweite Liga vielleicht eine andere Ausnahme ist. Gut verteidigt. Wenn wir dürfen. Ja, das ist wieder das andere. Guter Vorstoß, kann was werden. Nicht, dass der Vorstand sagt, mit den Finanzen. Nichts aus dieser Szene machen. Dass das. Nur eine Minute noch Nachspielzeit. Und so ein bisschen das Genick bricht. Dann müssen wir schauen, was wir anders machen. Aber jetzt erstmal. Hier, der Moment jetzt. 1-0 in Führung. Aber das ist es dann auch schon an positiven Nachrichten. Denn der Titel. Ja, der Titelgewinner heißt auch nicht, also Dresden tut uns doch nicht den Gefallen. Ich glaube, dann hätten sie beide auf 57 so unentschieden spielen müssen. Dann wäre es möglich gewesen, oder vorher verlieren. Ich glaube, das war ja schon vorher durch, glaube ich. Jacke wie Hose, wir kriegen es heute nicht hin. Meister zu werden. Wir wollen aber den Aufstieg. Und der wäre statt jetzt durch. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Lippert. Jetzt können sie vielleicht kontern. George, ja, der will ein bisschen was zeigen. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Ja. Gemacht, Perry. Und damit sind sie am Ball. Oder auch nicht. Plötzlich Ballverlust. Das war ein Handspiel, sagt der Schiedsrichter. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Sie nehmen den Doppelwechsel vor. 56. Minute. Steht immer nur noch 1-0. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag.
Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Muss jetzt ein bisschen dranbleiben. Im bisherigen Spielverlauf einfach noch zu ungefährlich. Da machen sie es der Abwehr zu leicht. Wenn sie diesen knappen Rückstand noch irgendwie drehen wollen, dann müssen mehr Chancen her. Ja, nicht nur mehr Chancen, auch die Chancenverwertung muss besser sein. George. Sie lassen den Ball gut laufen. Ärgern Sie sich, Ballverlust. Die Idee war gut, den Rückraum zu legen. Gutes Timing. Schön dabei. Es sind jetzt gerade so ein bisschen. Alle wieder beruhigen. Abseits. Jetzt wechseln Sie hier aus. Freiburg hat wechselt, wir wechseln noch nicht. Wir können nachher noch wechseln. Wie gesagt, ich habe da zwei. So ein paar Talente Latei. Ja! Ach Gott. Das war kein guter Versuch, das war hart. Nee, das war alles andere als einfach. Der haut im letzten Spiel so ein Ding raus und legt den jetzt vorbei. Nicht, dass ich das doch recht. Und jetzt ist jawohl, gut da, rausgeholt. Die Chance für den Konter. Ja, der Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Zu überhastet und zu schlecht gespielt. So, jetzt vielleicht mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Novo. Es kann. Schiri, der muss rot geben. Das muss eigentlich eine rote geben, weil Novo war weg. Er gibt rot. Ich dachte, er ist siebt nur gelb. Das war sie, die klassische Notbremse. Und logische Konsequenz. Der Kapitän der Freiburger fliegt mit glatt rot. Und es war richtig. Es war A, die Chance, wie gesagt, Nova wollte gerade durchstarten. Und er ging nur in die Beine. Da war nichts mit. Hämmerich. Eieieiei. Ja, diese Flatterbälle können durchaus gefährlich werden. So, jetzt können wir wechseln mal. Nicht, dass da jetzt noch irgendwas passiert. Ich werde jetzt für Youngsters ziehen. Mal. Mit Debüt und ETC. So. Ja, machen wir so. Ziehen wir sie einfach mal alle fünf. Mal gucken, was sie können. Thierry, wechsel. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle rein. Viele, viele neue Gesichter, viele Youngster, zwei auf der Verteidigung. Einmal ein Sechser. Und einmal ein Außenverteidiger. Ne, zwei Verteidiger. Stimmt, waren ja beides neue. Aber rechts, aber links. Meier! Pam! Sie erhöhen ihre Führung also auf zwei Tore. Den gibt's ja auch noch. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig. Ich weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Ja. Hier steht es 2 Ansage zu. Gemacht. Alles ziemlich gut aus aktuell. Schön das Ding hier. Ja, Pinto. Bisschen schön unter Druck gesetzt. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt der Schuss. Da haben sie das Tor noch nicht. So also weiter dieser klare Rückstand, aber das sah gut aus. Ja, Wolf, ich glaube auch, die können hier noch mal rankommen. Meier. Komm, geht's durch. In den freien Raum. Heute ist es Eckloff. Macht dann zu. Die Chance jetzt. Noch nicht. Die Chance da. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Langer Ball, Perry, der aber der passt gut auf und hat den Ball. Dazwischen geht und das Ding mit abläuft. Peters. Klasse Zuspiel. Eckloff. Steiges Spiel. Immer noch nicht gemacht. Stark. Das war's mit der Chance.
Freistoß gibt's. Aber vielleicht auch eine Verwarnung. Das war meine Idee. Ich wollte gerade reinlegen. Weil ich war nicht durch. Weil der Keeper hatte den schön angeschossen. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Heckloff. Heckloff will ein bisschen egoistisch sein. Er muss vielleicht ein bisschen egoistisch sein. Die Gefahr ist erstmal bereit. Tut er nicht. Das war ein bisschen zu egoistisch. Das war ein bisschen zu spät gespielt. Jetzt ist Jacke Riole. Der Aufstieg ist klar. Wir spielen jetzt um zweite Liga. Geholt, aber noch hat das nicht geklappt. Aber ich glaube, es gibt keinen Grund, sich entmutigen zu lassen. Das war ja nicht die letzte Chance. Nach wie vor sind alle Chancen. Dann holen wir es halt nächste Woche. Ich bin sicher, sie werden auch am kommenden Spieltag wieder alles geben, alles versuchen. Und es wäre verdient, wenn sie es packen. Jo. Das war gut, was er heute angeboten hat. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute. Ja, zwei Tore gemacht. Heute mal. Nur, also mal wieder zu Null vor allen Dingen, ne? Verdient gewonnen, zu Null gewonnen, was willst du mehr? So, Laufstück ist durch, das ist schon mal klar, das haben wir, glaube ich, mittlerweile geschafft. Genau, 13 Punkte Vorsprung auf die 60er, sind jetzt noch ein Sieg, wäre in Zwickau, dann wären wir Meister. Wir haben jetzt 16 auf Ingolstadt, beziehungsweise in Dresden. 5 Spiele sind es noch. Herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft und das ohne ganze Relegationsgedöns. Wir sind direkt aufgestiegen. Und das nach 33 von 38 gespielten Spielen. Weil sowohl die Dresdner als auch die Ingolstädter können es nicht überholen und alles, was dahinter ist, auch nicht. Es geht jetzt tatsächlich nur noch darum, den Meistertitel fix zu machen. Das könnten wir mit dem Sieg in Zwickau machen. Und mit dem nächsten Sieg ist der Titel durch. Das wäre geil mit der jungen Truppe. So, was haben wir denn hier noch so als Nachricht? Weil ich mache danach Feierabend. So. Genau. Vita sagt, ich habe mich gefreut. Debüt gefeiert. Der junge Mann. Und jetzt geht's. Weiter, wie gesagt, gegen Zwickau, in Zwickau um den Meistertitel in der dritten Bundesliga. Und ob wir das schaffen, das sehen wir morgen 14 Uhr